Ich danke meinen Eltern. Ich danke an alle, die immer an mich geglaubt haben. Und nehmt das, Scheißlehrer! Oh, herzlich willkommen zu der Panel-Show, bei der es nicht darum geht, die richtige, sondern die lustigste Antwort zu finden. Herzlich willkommen zu Fritz geprüft, der 360-Grad-Qualität-Stand-Up-Panel-Show. Wer sie gesehen hat, wird sie auch dieses Mal lieben. Wir begrüßen die Gäste heute Abend. Was passiert, wenn man Volker Pispers zu oft auf den Kopf haut, meine Damen und Herren? Till Reiners! Sie ist ein bisschen größer als ich, deswegen fürchte ich mich manchmal. Evelyn Weigert! Ist es ein Flugzeug? Ist es eine Wolke? Nein, es ist Phyllis Tarstan. Wir kommen zu unserem ersten Spiel. Es ist das fantastische Spiel, wie war nochmal die Frage? Ich werde euch Antworten geben und ihr müsst mir daraufhin die Frage geben. Till Reiners, wir fangen mit dir an. Mhm. Die Antwort ist zu 100%. Wie war nochmal die Frage? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Evelyn bald im Dschungelcamp sehen? Wirklich gut. Chapeau, junger Mann. Würdest du das machen? Ehrlich gesagt, würde es mich krass interessieren. Also, nee, wirklich halt. Würde mich krass interessieren. Money, money, money. Nee, weil ich hätte total gerne noch das Kofferset von Louis Vuitton. Und ja, okay. Ja, klar. Kommen wir zu dir, Evelyn. Ja. Die Antwort ist zu 100%. Wie ist die Frage? Müsste Felice mit einem Haar mehr Hundesteuer bezahlen? Phyllis, die Antwort ist zu 100%. Wie lautet die Frage? Besteht Moritz' Freundeskreis nur aus Deutschen? Ey, finde ich ein bisschen unfair. Find ich auch. Stefan und Daniel hatten in der dritten Generation mal einen Araber mit drin. Till, die Antwort ist zu 100%. Wie lautet die Frage? Na? Die Frage war, na, und deine Antwort ist zu 100%. Bin ich wohl auch hier? Hab ich wohl da keine Frage mehr? Ja, zu 100% nicht mehr. Aber warte mal, da muss ich einmal ganz kurz. Ja, ja, ja. Deine Eltern schämen sich für dich. Soll ich mal ausrechnen? Antwort Nummer 2. Die Antwort ist Kinder. Wie lautet die Frage, Phyllis? Was ist die Geheimzutat bei Kentucky Fried Chicken? Ich glaube wirklich, das K bei KFC steht für Kinder frittiert. Ich bin mir relativ sicher, aber dann yummy. Ja, diese Panade, also dieses Ding. Panade. Das Knusprige. Ist das auch Kind? Das ist Kind alles. Ja, wie auch so ein Fakten-Talk wird. Ja, das ist, ja, das ist alles Kind. Ja, natürlich. Ja, bis in die 80er war es ja Hühnchen, hat man gemerkt, ist billiger, wenn man da... Evelyn, die Antwort ist Kinder, wie lautet die Frage? Was ermöglicht es mir... ein T-Shirt für 4,99 Euro anzuziehen. Oh. Till, die Antwort lautet Kinder. Wie lautet die Frage? Warum kann sich Moritz' Frau nicht trennen? Wir müssen rausfinden, wer das Spiel gewonnen hat und macht mit Applausabstimmung. Wenn ihr der Meinung seid, Till hat dieses erste Spiel gewonnen, macht Applaus bei 3, 2, 1, bitte jetzt. Oder ob ihr sagt, nein, Evelyn war besser, Applaus bei 1, 2, 1, jetzt! Okay. Oder ob ihr sagt, nein, gewonnen auf jeden Fall Phyllis, dann Applaus bei 3, 2, 1, jetzt! Und damit ein Punkt für Till Reiners! Endlich mal! Oh. Danke, Leute, das bedeutet mir echt viel. Du hast nicht mal mehr versucht, das ironisch zu sagen, ne? Ich danke meinen Eltern, ich danke an alle, die immer an mich geglaubt haben und nehmt das, Scheißlehrer! Geil. Wir kommen zu Spiel 2. Wir spielen Lass mal lassen. Lass mal lassen. So können wir es lassen. So heißt das Spiel. Und zwar werde ich euch jetzt eine Idee präsentieren und wir diskutieren, beziehungsweise ihr diskutiert über die Idee. Aber ich werde euch vorher schon sagen, ob ihr für oder gegen die Idee seid. In diesem Fall muss man sagen, Evelyn ist auf jeden Fall dagegen, Phyllis ist dafür und Till will einfach nur Geld verdienen. Yes.
Die Idee, die wir diskutieren, wird tatsächlich gerade nicht diskutiert, aber sie wurde vorgebracht von einem Österreicher, der vorgeschlagen hat, ey, das mit dem Gendern und sowas, ne, das ist mega kompliziert. Sternchen hier, Sternchen da, Doppelpunkt, lass das mal nicht machen, lass das mal anders machen. Seine Idee war, an jedes Wort, das man gendern müsste, am Ende noch ein Y ranzubringen. Das heißt, es ist immer die Endung I. Wir gehen also nicht mehr zum Arzt oder zur Ärztin, wir gehen zum Arzti. Wir haben auch keine Chefin oder keinen Chef, wir haben einfach einen Chefi. Das war eine ernst gemeinte Idee. Bitte, perfekt. Till, Phyllis, Evelyn. Evelyn, warum bist du dagegen? Ich bin eigentlich total dafür. Okay, warum bist du, ich weiß ja alles über Bord, scheiße, warum bist du dafür? Weil ich es total lustig finde. Und ich glaube, das wird mal so ein bisschen Druck aus der ganzen Sache rausnehmen. Und dann können wir uns alle ein bisschen entspannen und danach können wir dann aber richtig gendern. Aber vielleicht wäre das eine gute Überbrückung. Ah, du meinst erst, wir machen erstmal ein bisschen Arzt-Di und dann sagen wir, nee, im Spaß. Also das Methadon quasi. Genau. Gender-Methadon. Nee, das, dann wäre Methadon so, dass du erstmal Methadon nimmst und dann Heroin zu nehmen. Ja, so macht man es doch, oder? Um sich langsam ranzuführen. Ja. Phyllis, bist du dafür oder bist du dagegen? Ich bin voll dafür. Ja, sind alle dafür? Warum bist du dafür? Weil es geil ist. Ich würde, stell dir mal vor, so, keine Ahnung, Bundestag. Das ist geili. Ja, genau. Geil ist kein Wort, das man gendert. Ja, du sagst Merkeli. Aber das ist schon mega geil. Oder, und vor allen Dingen, also ich denke, Bundeskanzlerie. Von der finanziellen Seite her, ne, wenn du Schilder hast, wie geil ist das? Stell dir vor, du bist ein Schilderladen. Alle Schilder müssen umgeschrieben werden. Nice. Sag mal ein Beispiel. Direktorli. Direktori. Genau. Umgeschrieben. Direktori. Hier, Fritzi. Strasi. Strasi, auch. Gerne, ja. Straße ist kein Wort. Ihr wisst, was, wie Gendern funktioniert, ne? Ey, aber darum geht's doch jetzt nicht. Ganz ehrlich, das macht so Bock, man will es dann mit allem machen. Ja. Das ist nicht das Gegenteil von Gendern, man kriegt richtig Bock drauf. Und im Moment ist ja auch nicht, du kaufst die ganzen Gurken und Gurkinnen. Also müssen ja nicht alle Worte... Ja, aber hier warum nicht? Gurkis. Warum nicht? Ja. Mach dich ein bisschen frei, Moritz. Ein bisschen, brech mal aus. Du bist ein Arschi, wenn du das nicht geil findest. Ja, aber... Kleiner Nazi. Ah, nee, da hat man's schon. Ja. Wir haben angefangen. Wir diskutieren eine zweite Idee. Wir haben in Berlin, ich bin ja, ihr habt so viel Share-Shit, ne? Es gibt so Share-Roller und so Share-Fahrräder und so Share-Autos. Kids. Share-Kids. Okay, wie wär's denn mit Share-Pferden? Wenn das ganz alte Pferde sind. Warum? Warum alte Pferde? Weil dass die noch mal was erleben zum Beispiel. Zum Beispiel so Pferde vom Gnadenhof, die da halt eh nur noch so rumgammeln. Mhm. Ja, und die holst du dann noch mal raus in die Stadt und, bin ich und absolut gibst dir noch mal das Gefühl, dass sie gebraucht werden. Nee, finde ich absolut daneben. Wirklich, die hatten ihre Zeit, finde ich, die Pferde. Ey, und ganz ehrlich, sind für mich die arrogantesten Tiere überhaupt. Wie die schon immer, oder wie die da angockeln. Gar nicht, nee, möchte ich nicht haben. Pferde raus aus Berlin, sag ich ganz ehrlich. Das können die in Brandenburg, können das gut gebrauchen. Aber das wirklich maximal als Brennstoff. Was denn? Es ist ein biologisch nachwachsender Rohstoff, das muss man schon mal sagen. Ja, wir müssen raus, weg vom russischen Gas, wird immer gesagt. Ja, da müssen wir auch mal anpacken. Ja. Und so ein Pferd mal hops nehmen. Also du kommst von denen, die sollten da nicht in der Stadt sein, die sollten wir anzünden. Die sollten wir anzünden. Ja, die sollten wir in die Stadt treiben und dann anzünden. Und das sind nur Pferde, Leute, hallo. Dafür stehst du auch mit deinem Namen, so. Ja, also das könnte Till Rein, ja, Pferdereinigung. Das können wir auch so hochladen dann. Das finde ich gut. Ein anderes Thema, aber egal, was es zu scheren gibt in der Stadt, wir Türken werden es schaffen, da zu dritt drauf zu sitzen. Also, und die sind immer 12, die Leute. Ja, ich sehe da, also wenn so ein Pferd, gib uns ein Pferd, wir packen 10 drauf. Also je mehr, desto besser. Nur ich die Idee mega gut. Das ist auch richtig geil. Es gibt so viele Pferde, die einfach nur so rumstehen. Fahren wir durch Niedersachsen, das ist alles voller Pferde. Früher hat man noch Kriege, wo die da drauf geritten sind. Was hatten wir? Krieger, die darauf geritten sind? Kriege. Sehr früher. Aber heute sind die gar nicht mehr gebraucht so richtig, ne? Ich glaube, du willst so ein Pferd auf so einem Bushaltestellen-Dach sehen. Nee, ich hätte einfach... Die ist da hingeschmissen. Ich finde es einfach geil, wenn man durch Berlin läuft und jetzt siehst du so ganz viele verrückte Sachen, aber wenn du einfach irgendwie denkst, ja, dann laufen ja auch noch so Pferde rum. Und dann kannst du die so anleihen und dann kriegen die so einen Stecker hinten rein und dann kannst du den abstöpseln und dann kannst du damit losgehen. Ach, du meinst mechanische Pferde? Ja. Da bin ich absolut dafür. Ja. Siehst du? Ja, klar, aber das ist ja super geil. Ja. Das ist ja einfach nur cool und du kannst dir dann immer aussuchen, möchte ich Platz drinnen haben oder einen Platz draußen, drinnen nur die Hälfte. Ne? Kannst du so drinnen sitzen, wie ein trojanisches Pferd. Griechische Mythologie. Blättert doch mal rein, Kids. Weil die Leute da draußen sind sehr jung.
Und ich versuche die, versuch die gerade wieder zurückzugewinnen. Die wissen weil gar ich nicht mehr, was ein Pferd ist. Nee, ich glaube, ich habe mir hier viel verspielt und ich möchte jetzt sympathisch rüberkommen. Ich finde euch cool. Tiere liebe ich. Du hast vor 3 Minuten noch behauptet, wir sollten Pferde anzünden. Aus Spaß! Ey, ganz ehrlich, ja, aber hier sind so viele betroffen gerade. Habt ihr schon mal ein Pferd angezündet? Ihr wisst gar nicht, wie viel Spaß es macht. Ja, also wenn ihr jetzt schon Urteile habt, das sind ja Vorurteile. Und da sind wir gegen, bei Fritz. Gegen Vorurteile, für Menschenliebe, gegen Pferde. Anzünden, jetzt. Also wenn es keiner von euch dieses Spiel auch nur im Ansatz gewonnen. Nee. Wir kommen direkt zu Spiel Nummer 3. Der Titel ist Mutter, bist du es? Und das Spiel funktioniert so, dass auch das Publikum unter dem Stuhl, viele von euch unter euren Stühlen, habt ihr Umschläge. Okay, ihr guckt euch dieses Bild an und alle drei auf der Bühne werden mir jetzt erzählen, dass sie diese Person kennen. Ich selber und ihr wisst auch nicht, wer diese Person von diesen dreien wirklich kennt. Und wir werden nachher herausfinden müssen, wer am besten gelogen hat. Wir haben ein Bild, auf dem zwei sehr alte Leute sind. Aber sie genießen ihr Altsein unglaublich sehr. Ich kann es einmal in die Kamera halten. Ich habe keine Ahnung, ob die Kamera das einfangen kann. Aber wir haben einen alten Mann und eine alte Frau. Till, woher kennst du die beiden? Das ist mein alter Tischtennislehrer. Und seine Frau, die war manchmal dabei. Aber die weiß nicht, wie die heißt. Wie ist das Bild entstanden? Hast du das gemacht? Nö. Wer hat das Bild gemacht? Und warum hast du ein Bild von einem alten Tischtennislehrer? Wie heißt der? Das Leute schon von hinten reinrufen. Wie heißt er? Ist er noch aktiv? Ich suche noch jemanden. Nein, das ist der Herr Halschke. Der Herr Halschke. Genau. Und ich bin ja damals weggezogen irgendwann aus Geldern und dann habe ich gesagt, ich wünsche mir von jedem, der hier im Team ist, ein Foto, dass ich mich an die Leute erinnere. Oh, dann hat er mir der Herr Halschke... Ich bin mir zu 100% sicher, dass du vielleicht mal versucht hast, Tischtennis zu spielen, aber dass du nie im Leben die filigrane Begabung besessen hast, um von irgendeinem Team aufgenommen zu werden. Doch. Kann sehr gut Tischtennis spielen. Nie im Leben. Evelyn, woher kennst du dieses Pärchen? Also, der junge Mann ist mein Bruder und seine Frau. Und, der junge Mann ist über 80. Ja, aber das ist also meine Mutter. Was ist los mit deiner Mutter? Dass ich mit 60 noch dachte, weißt du, warte, warum nicht noch eins? Ja, genau, so war es auch. Deswegen ist, glaub ich, bin ich auch so ein bisschen anders vielleicht. Ich kam halt mega spät auch erst in die Familie. Wie alt war deine Mutter? Alt. Wie alt? Also wir wissen gar nicht das genaue Alter, weil es so alt ist schon, dass man da gar nicht mehr zählen kann, weil es schon so alt war. Aber bei uns war es immer muckelig, sag ich mal. Und mein Bruder, der ist auch so alt, also der hat zwei Prothesen. Deswegen sitzt er auch so mit den Beinen nach oben, weil er kann gar nicht mehr gehen. Und also die Prothesen, die sind eigentlich, würde man sagen, die sind sehr gut gemacht. Mhm. Aber wir hatten einen Biber im Garten und der hat die angenagt. Und dadurch sind die dann so, keine Ahnung, ich sag mal morsch geworden noch, aber die auch oft im Regen standen. Und jetzt funktionieren die nicht mehr. Und die Frau von meinem Bruder, die ihr hier auch seht. Ist das die links oder rechts? Wer ist dein Bruder genau? Die links. Die links. Das ist die Frau, ja? Die hat da in dem Dorf, hat den einzigsten E-Zigarettenladen. Also die quasi, man könnte sagen, ist die Erfinderin der E-Zigarette. Und deswegen kriegt mein Bruder jetzt auch bald eine neue Prothese, weil die richtig Zaster gemacht hat. Mit dem ja gut, für ihn. Den ganzen Freu Scheiß mich. Hier. Freu mich für ihn. Ja. Phyllis. Evelyn lügt. Lügt. Das glaube ich nicht. Voll, weil das sind meine Eltern. Nie im Leben. Doch. Na, wirklich? Das sind meine Eltern. Die sind so angepasst mittlerweile. Die wohnen in der Ostlandsiedlung 10. Ja. Ostlandsiedlung 10 wohnen die. Mein Vater hat jetzt irgendwie, meine Mutter hat sich die Haare grau gefärbt. Und mein Vater, ja, der grillt jetzt danach. Das Foto habe ich gemacht, danach fängt er an zu grillen. Und dann zieht er sich schön Fußballspiel rein. Und dann, der hat auch eine... Wie heißt dein Vater? Heinz. Und deine Mutter? Meine Mutter ist Ilse. Auch Heinz. Das sind meine Eltern. Heinz und Ilse. Ohne Scheiß. Ja. Heinz und Ilse Taschtern. Ja. Das sind die. Na klar. Die geht auch, er ist auch Schützenverein-König. Schützenverein-König ja. Ist er. Ja. Du bist ja auch Schützenkönigin. Meine Mutter macht immer so Kuchen für Kegelverein am Wochenende. Das wie heißt sieht man jetzt wie heißt der Kegelverein dick. Da? Die haben immer so lustige Namen. Der Kegelverein, Namen. Der heißt ihr Bastarde 53. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Immer mit einer Zahl dahinter ist immer ein Verein. Ja. Ist das wirklich? Wirklich. Ja.
Schalke 0, Dings. Dings, du kannst sagen, Blumenkohl 38 ist auch ein Verein. Oder auch irgendein Creeper MySpace. Ja. Nee, aber das sind die jetzt. Das sind deine Eltern. Das sind wirklich meine Eltern. Nie im Leben hätte ich dir geglaubt, aber wenn ich den beiden glaube, dann kann ich mir auch ins Gesicht schießen. Also, ist das dein alter Tischtennislehrer? Nein. Nein? Wer ist das, um Gottes Willen? Niemand weiß es. Niemand weiß es. Ich habe, also... Gibt's noch ein Foto? Ich habe so gehofft, dass es ihre Eltern sind. Es wäre so geil gewesen. German Aber Dream. Man kann nicht alles haben. Was man haben kann, ist ein Abschlussapplaus, meine Damen und Herren, denn die Sendung ist vorbei. Das war Fritz geprüft. Rasten wir aus für Till Reiners, Evelyn Weigand, Phyllis Tarstein. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns immer wieder. Tschüss, bis dann.